Die Schlagergiganten kommen in die Obersteiermark am Samstag, den 10. Juni 2023 mit Beginn um 19 Uhr in die neue Stadthalle Kapfenberg. Mit dabei Hanse Hinterseher. Ist ans Ende der Welt. Das war voll Träumen. Gigi Anderson. Sommernacht in Rom. Diese ich steh mit dir vor dem alten Deine Haus am Meer. Monika Martin. Unser Paradies. In Baumwolke 7 der Stiegen. Nur noch 10. Marie Reif. Von Mitch Keller. Vergiss deine Sorgen, lass uns wie auf Wolken schweben. Vorverkaufskarten gibt es in allen Reike-Filialen bei Ö-Ticket und unter www.media-con.at. Unsere Mitarbeiter fahren die dicksten Wagen. Unsere Mitarbeiter sind da, wenn alle Stricke reißen. Unsere Mitarbeiter machen auch mal blau. Und unsere Mitarbeiter haben die meiste Knete. Ja, und wir haben die coolsten Jobs. Starte jetzt deine angesagte Karriere unter bruckmer.at/karriere. Nach einer Bauzeit von rund 6 Monaten wurde ein neues, zusätzliches Biomasse-Fernheizwerk in Bruck an der Mur eröffnet. Die Brucker Biofernwärme ist in den letzten Jahren gewachsen und a Konto der Energiekrise mit dem fehlenden Gas aus Russland und vor allem der explodierenden Preise ist es notwendig geworden, dass wir erweitern. Und heute können wir hier dieses Heizwerk 2 eröffnen. Verheizt werden hier ausschließlich Hackschnitzel aus Stammholz. Aus dem Rauchfang kommt nur Wasserdampf. Wenn man sich nun ans Brucker Fernwärmenetz anschließen lässt, kann man seinen Gasanschluss abmelden. Selbstverständlich, es gibt auch die zu ganz große Förderungen von der KPC und eben von der Regierung. Das heißt also, es wird der Umstieg finanziell ganz toll gefördert. Rund 16 Millionen Euro wurden in das Heizwerk investiert. Ein wichtiger Schritt für Bruck. Ja, sehr wichtig. Also im September sind wir da gestanden auf der Wiese, haben den Spatenstich gehabt und heute haben wir die Eröffnung des zweiten Biomasse-Fernwärmewerkes. Wir sind unendlich stolz, weil wir in die Zukunft gesehen 80% der Haushalte mit der Fernwärme abdecken werden. Modernste Technik wurde verbaut, um hier CO2-neutral heizen zu können. 16.000 Tonnen CO2 sollen jährlich eingespart werden. Fernwärme wieder erweitert hat ihren Standort, dass sie seit 15 Jahren am richtigen Weg sind, eben unsere Stadt mit Nahwärme, mit Fernwärme, wie immer man sagen will, versorgt. Ich glaube, das ist gerade uns jetzt noch viel bewusster als vor 15 Jahren. Und wir sind dankbar, dass die zwei Unternehmer, Hannes Merl und Riebenbauer, das aufgegriffen haben, schon zu einem Zeitpunkt, der uns jetzt zugutekommt, dass wir so viele Haushalte nachhaltig mit Fernwärme versorgen können. Ja, enorm wichtig. Wir sind in einer Situation, wo inzwischen fast jedem bewusst ist, dass die Klimakatastrophe auf uns zukommt und da braucht es Änderungen, da braucht es nachhaltiges Heizen, nachhaltige Energie in allen Bereichen und daran muss man arbeiten und das macht Bruck hier wirklich sehr, sehr gut. Ab sofort strömt nun noch mehr heißes Wasser durch die Fernwärmeleitungen in Bruck. Dieser Schritt, den die Stadt Bruck gemacht hat, dieses Heizwerk zu errichten, zeigt, was wir heute tun müssen und tun können, wenn wir in die Zukunft schauen. Regionale Wertschöpfung, vor allem aber auch die Abhängigkeit vom Ausland zu kappen, ja? Eine Preisstabilität auch zu gewährleisten, eine Versorgungssicherheit. All das symbolisiert dieses Heizkraftwerk, das wir heute eröffnen. Und es ist ein großer Schritt, den die Stadtgemeinde Bruck heute gemacht hat. Bruck an der Mur setzt also auf die Erweiterung der Biomasse-Fernwärme.
Tag, nicht irgendwann. Ich lass die Träume ganz weit fliegen und flieg einfach hinterher. Man muss das Leben einfach lieben und das ist gar nicht so schwer.